Nee, Leute. Nee, auf keinen Fall. Das geht über keine Kuhhaut. Glück auf, Schatz aus dem Schacht, und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja, Leute, ich will heute mal mit euch ein bisschen über was quatschen. Natürlich dies, das, Ananas. Nein, natürlich über die i3. Der ein oder andere hat es bestimmt gesehen. Es gab ja nur wirklich reichlich Informationen. Ich fand auf jeden Fall auch einige Sachen richtig nice. Die anderen waren halt nicht so toll. Die machen mich ein bisschen traurig. Ich will einfach mal mit euch kurz ein bisschen drüber quatschen. Und auf jeden Fall will ich eure Meinung unten in die Kommentare sehen. Ja, mit was fange ich denn an? Es gab ja wirklich viele Sachen. Ich fange einfach mal an. Und zwar die Präsentation von Xbox. Waren viele Games dabei, die mich echt überzeugen konnten, wo ich sage, hey, die sehen richtig geil aus. Und dieser Controller, Leute. Ja, also dieser, das ist einfach, der ist göttlich, Leute. Echt, da geht mir einer ab, Mann. Könnte ich mal einen drauf runterholen. Der Controller ist richtig geil. Da kannst du einen Scuff-Controller in die Ecke stellen. Da kannst du dich eine Runde schämen. Kannst du eine Runde auslachen. Weil dieser Controller sah schon richtig nice aus. Wenn das Ganze noch hält und funktioniert, ist auf jeden Fall ein Controller, der wahrscheinlich momentan so das Beste ist, was man kriegen kann. Auch mit diesen Sticks austauschen und so weiter. Selbst programmieren, also richtig geiles Teil. Der nächste Kracher, was Microsoft also für die Xbox One gebracht hat. Und zwar die Abwärtskompatibilität. Boah, fast ein Zungenbrecher, ey. Was ist das für ein schweres Wort? Ist auch scheißegal, ihr wisst, was ich meine. Und zwar soll man zukünftig auf der Xbox One Xbox 360 spielen können. Oh mein Gott, wie geil ist das denn, ey, Leute? Da könnte man ja wieder mal Black Ops 2 auf der Xbox One zocken. Ob das Ganze natürlich wirklich für einen Multiplayer funktioniert, bezweifle ich noch. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze wirklich funktioniert bei einem schnellen Online-Shooter. Dass die ganzen Informationen schnell genug übertragen und bearbeitet werden und so weiter. Aber natürlich kann man sich da gerne überzeugen lassen. Es sollen ja ungefähr bis, weiß ich gar nicht, Ende des Jahres oder ich habe nicht richtig zugehört. Sollen auf jeden Fall 100 Spiele erstmal grob zu kommen. Momentan sind es ja 24. Es gibt auch eine Liste, wo ihr abstimmen könnt. Wenn ich den Link nochmal finde, haue ich ihn auf jeden Fall euch unten in die Beschreibung. Und dann könnt ihr einfach mal dort vorbeischauen. Natürlich mitvoten, am besten Black Ops 2 ganz nach oben. Das wäre auf jeden Fall mega fett. Ja, was haben wir noch? Natürlich Black Ops 3, Leute. Und ich muss sagen, ich bin ja eh einer, der bis jetzt alle Call of Duties gespielt hat. Ich habe mir auch nie großartig vorher ein Urteil erlaubt. Ich habe bloß mal so ein bisschen meine Meinung gesagt, aber um Gottes Willen, ich habe noch nie gesagt, das Game wird gut, das Game wird schlecht, weil es muss man wirklich erst gezockt haben, das Feeling haben. Ansonsten bringt das Ganze nichts. Und ich muss einfach sagen, so vom Optischen her gefällt mir Black Ops 3 ja richtig gut. Also, wo ich die Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, oh nee, bitte nicht. Aber im Großen und Ganzen muss ich jetzt sagen, wo ich die einige Gameplays gesehen habe und auch Sniper-Gameplays und so weiter, es sieht schon verdammt geil aus und es sieht verdammt nach Black Ops 2 aus. Natürlich alles noch ein bisschen hübscher und schöner und so weiter, aber man sieht auch einfach die Waffen. Zum Beispiel Pamash sein Video mit der Sniper oder die ganzen Sniper-Gameplays eigentlich generell. Ich weiß nicht, wie die Waffe heißt. Ist auch scheißegal. Die sieht auf jeden Fall irgendwie extrem stark wie die Ballista aus. Und es sieht auch alles so, weiß ich nicht, auch wenn man die normalen Waffen-Gameplays anguckt, es sieht echt aus wie Black Ops 2. Also so ein bisschen Ähnlichkeit meiner Meinung nach hat es auf jeden Fall. Wie das Ganze natürlich aussieht mit diesen Sliden und Warruns und so weiter, muss man halt sehen. Ich habe aber auf jeden Fall in den Videos gesehen, dass die Leute das eigentlich gar nicht so effektiv spielen, beziehungsweise du auch einige Nachteile hast und so weiter. Also ich denke, das hält sich schon diesmal in Grenzen. Das ist nicht so krass wie bei AW und ich freue mich einfach drauf und hoffe einfach, oder ich bete, dass es einfach mal wieder ein Game wird, was die ganze Community zockt bis zum Umfallen, weil es wird nämlich so langsam Zeit, weil ansonsten kann man auch echt überlegen, ob man nicht seinen Channel umstellt. Zumindest wäre es bei mir so der Fall, wenn ich jetzt merke, Black Ops 3 geht überhaupt nicht, da würde ich mir echt überlegen, ob ich nicht irgendwas anderes auf meinen Channel bringe, weil Leute, nehmt es mir nicht übel, irgendwie noch ein Jahr Black Ops 2 spielen. Mal zwischendurch alles schön und gut, aber aktiv, nee, Leute, auf keinen Fall. Das geht über keine Kuhhaut. Ich freue mich auf jeden Fall über das Game. Ich werde jetzt noch nicht so viel dazu sagen, ich werde mir erstmal noch ein paar Videos reinziehen. Auf jeden Fall hat es mir sehr gut gefallen. Das sah eigentlich auch relativ balanced aus bis jetzt, es ist ja auch nur eine Alpha. Ich freue mich einfach mal das Ganze natürlich dann anzuzocken. Im August soll ja, glaube ich, die öffentliche Beta kommen, wo wir alle mal eine Runde daddeln können. Es wird bestimmt eine geile Sache und ansonsten, ja, schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich habe natürlich noch was, was mich echt vom Stuhl gehauen hat, Leute. Ich bin wirklich fast abgebrochen und zwar, dass PlayStation die Exklusivrechte
an Black Ops 3 bekommen hat. Und noch viel schlimmer, ich weiß jetzt nicht, ob es hundertprozentig richtig ist oder ob ich es richtig gelesen habe, nagelt mich also nicht fest, weil ich habe gelesen und gehört, dass die Code Championship soll ja alles auf die PlayStation laufen, also verschoben werden, also nicht mehr Xbox, sondern PlayStation. Und das ist natürlich richtig hart, weil gerade viele Leute, aber gute Spieler kommen ja aus dem Ami-Bereich, also so die Gegend da, und das sind ja alles Xbox-Socker. Auch hier sind ja mittlerweile extrem viele Leute, die Xbox zocken, wegen dem ganzen Competitive und so weiter. Und jetzt ist auf einmal nach so vielen Jahren das Ganze auf der PlayStation umgewöhnt und so weiter, werden es bestimmt auch einige Teams in die Brüche gehen, und ich bin echt gespannt, wie das jetzt wirklich so abgeht und ob das dann nächstes Jahr auch noch so ist, dass die PlayStation es hat. Es freut mich natürlich für alle PlayStation-Spieler. Es haben sich viele auch verdient. Ich kenne ja auch einige von UX und so weiter, die echt auf der PlayStation richtig gut sind und so weiter. Für die ist es natürlich extrem nice. Aber für einige ist es natürlich auch eine Enttäuschung. Und das ist für mich so ein bisschen Zwiespalt, weil ich da nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Müssen wir halt auf uns mal zukommen lassen. Ich meine, mich betrifft sowieso nicht so extrem. Das Einzige, was natürlich gut ist, dass wahrscheinlich jetzt noch viele, viele Spieler auf die PlayStation 4 wechseln werden. Also gehe ich mal stark von aus. Und ist natürlich dann so, dass wieder ein größerer Pult irgendwo auf einer Konsole ist. Das, was ich mir ja schon mal im letzten oder vorletzten Video gewünscht hatte, oder beziehungsweise was ich bemängelt hatte, was natürlich nicht so schön ist. Und dann hoffe ich einfach, dass halt einfach noch ein paar Leute von der PlayStation 3 und der Xbox 360 hoch auf die Next-Gen kommen. Ihr solltet natürlich das in dem vorletzten Video mir nicht übel nehmen oder sowas. Das war einfach nur mal meine Meinung. Ich gönn's euch, wenn ihr auf der PlayStation 3 und Xbox 360 das Game zocken könnt. Freue mich für euch, aber es wäre halt trotzdem schöner gewesen, wären wir da alle zusammen auf einer Konsole gewesen, wo auch die Konsolen momentan ja nicht mehr so viel kosten. Also ich denke, einer, der es wirklich haben wollte, der hätte sich das auf jeden Fall zusammensparen können, weil es nicht mehr so viel gewesen ist. Und ich sehe schon wieder, dass ich viel zu lange Quatsch, aber es waren einfach so viele Informationen. Ich hätte eigentlich noch einige, die werde ich vielleicht in einem nächsten Video mal verpacken und so weiter. Auch so, wie es bei mir jetzt aussieht, wie es bei mir dann mal weitergehen soll und so weiter und so fort. Ich würde sagen, das reicht jetzt auf jeden Fall erstmal. Wir haben genug gequasselt über dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall den Daumen nach oben, wird mich mega freuen. Und ansonsten, Leute, bleibt geschmeidig, lag auf Lock, ich von der Hüfte, bis zum nächsten Video. Euer Black Imus.